Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Ich habe mich selten so lange auf ein Video gefreut, denn guess what? Ich habe hier eine Marke, von dem ihr alle wahrscheinlich noch nie was gehört habt. Ich selbst auch nicht. Ich habe sie bei meinem allwöchentlichen Stroll durch die Online-Shops dieser Republik gefunden und war ehrlich gesagt so ein bisschen überrascht vom Preis, denn es geht heute um Soda. Was auch immer Soda ist, was auch immer diese Marke ist, woher auch immer diese Marke kommt, sind das Produkte, die preislich Drogerie sind. Ich habe sie noch nicht in der Drogerie gefunden und ich vermute, dass das die nächste Marke ist, die in unsere Drogeriemärkte einziehen wird. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie die Sachen performen. Wir werden ein fast Full-Face-Make-up damit schminken und ich freue mich, dass ihr heute mit dabei seid. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr hattet einen wunderschönen Tag. Eine kleine Sache habe ich für euch und zwar, vielleicht habt ihr es mitbekommen, endlich ist es wieder da. Mein Microfiber Multitool ist wieder zurück und das Ganze ist jetzt online in meinem Shop auf Cosmetic for Less und im Rossmann Online Shop. Ich setze euch alle Links einmal unten hin und ich würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut. Ich freue mich riesig, dass das Produkt wieder da ist. Es hat meine Make-up-Routine verändert und es wird eure Make-up- oder eure Abschminkroutine definitiv auch verändern. Deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr dort einmal vorbeischaut. Und wir starten tatsächlich mit den Produkten. Ich zeige euch mal so ein bisschen, was wir haben. Das ist alles sehr pink, sehr cute, so ein bisschen, naja, es sieht so ein bisschen günstig aus, ne? Aber es war auch günstig und deswegen bin ich sehr gespannt, wie die Sachen performen. Ich glaube, das teuerste Produkt war 12,79 €. Ich habe hier die Rechnung in der Hand. Ich habe noch ein paar andere Sachen gekauft, die ich euch aber irgendwie noch nicht gezeigt habe. Beispielsweise hier von Sisley, diese Foundation. Ihr kennt mich. Ist nicht so mein Vibe. Aber wir starten. Es gibt mittlerweile auch Foundations, Concealer und Puder von der Marke. Als ich die Sachen bestellt habe vor 3 Wochen, gab es das Ganze noch nicht. Also es war noch nicht freigeschaltet, aber ich dachte eigentlich, dass ich das Video vorher mache. Deswegen mache ich einmal meine Base. Ich benutze dazu wieder meine üblichen Produkte, ein bisschen Rival de Loup. Und die trage ich im Moment auch total gerne. Das ist die Fresh and Fit Foundation von Essence. Gehe ein bisschen hier rein und trage mir das Ganze auch mit meinem Microfiber Multitool auf, dass ihr das Ganze nochmal seht, falls ihr das irgendwie damals nicht mitbekommen habt. Ihr könnt damit einfach reingehen, ihr könnt es nass machen, ihr könnt es trocken benutzen. Ich benutze es meistens für Foundation trocken und für Concealer dann so ein bisschen feucht. Das geht so, so schnell. Wenn ihr das Ganze ein, zweimal gewaschen habt, dann wird das Ganze auch noch ein bisschen weicher. Aber ich habe jetzt hier einen ganz, 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 ganz neuen und zack. Foundation ist drauf. Schaut euch mal an, wie schnell das Ganze funktioniert hat. Übrigens sind auch in meinem Shop gerade noch Black Friday Angebote. Ich habe es verlängert, weil das Video erst wahrscheinlich am Montag online kommt. Und damit ihr das auch mitbekommt, die kein Instagram haben, ist der ganze Black Friday noch bis Mittwoch verlängert worden. Also es sind viele, viele Sachen in meinem Shop reduziert. Und auch einige neue Sachen mit dazugekommen. Die Mischplatten sind wieder da. Kennt ihr, liebe ich, benutze ich jeden Tag. Als Concealer benutze ich aktuell sehr, sehr gerne den Anastasia Beverly Hills Concealer. Auch den hatte ich in der Douglas-Bestellung mit dabei. Der hat, glaube ich, was hat der gekostet? 25 €. Aber tatsächlich ist das aktuell mein absolut liebster Concealer. Normalerweise wisst ihr, wie viel Concealer ich benutze unter meinen Augen. Das ist schon zu viel. Bevor wir das Ganze setten, möchte ich mit dem ersten Produkt starten. Und das ist ein Glowy Skin Finisher. Kommt in so einer Quetschtube. Es sieht alles sehr, sehr schlicht aus, ne? Also auf den Verpackungen selber steht immer nicht viel. Aber die Umverpackungen sind alle auch sehr jung Design, würde ich sagen. Das ist ein ganz spannendes Produkt, was wir gleich haben. Das ist ein Liquid Highlighter. Ich habe ihn schon mal so ein bisschen geswatcht. Ich habe den hier in der Farbe Time to Glow, glaube ich. Sieht einmal so aus und ich nehme mir einfach nur so ein bisschen und gebe das hier rüber. Das ist ganz schön. Ich hatte das vorhin auch so ein bisschen hier auf mein Dekolleté gegeben. Heute zeige ich ja wirklich alles. Ist ein solides Produkt. Ich kann mir das vorstellen, um das in der Foundation mit reinzumischen. Das wollte ich jetzt nicht machen, weil ich weiß, viele machen das nicht im Alltag, sondern ihr wollt eher so ein bisschen matt sein. Aber als Highlighter, punktuell seht ihr das, ist das sehr, 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 sehr schön. Das ist recht dunkel, aber wenn man das so ein bisschen in die Foundation mit einblendet, kann ich mir das super, super gut vorstellen. Ich gehe dann mit einem Schwamm hier so ein bisschen rüber, um das alles so ein bisschen einzublenden. Und wir können das Make-up ein bisschen setten. Ich habe, wie gesagt, keine Base-Produkte gekauft. Die gab es zu dem Zeitpunkt noch nicht. Ist aber auch nicht so schlimm. Auch hier nehme ich mein Microfiber Multitool, gehe so ein bisschen rein und sette unter den Augen. Und mit einem Puderpinsel
gehe ich dann einfach grob rüber. Ich will nicht zu viel Glow wegnehmen, einfach nur so ein bisschen Bewegung. Wir haben hier einen Stick. Das soll eigentlich ein Contour-Stick sein, aber das ist keine Contourfarbe. Bei keiner Hautfarbe. Das ist ein dunkles, so seht ihr es besser, ein dunkles Pflaume, würde ich sagen. Deswegen benutzen wir den als Blush. Ich gehe hier so ein bisschen mit einem Blush-Brush rein und setze mir den recht hoch hin. Ich finde, der ist nämlich ein bisschen dunkel, ist aber eine super, super schöne Farbe. Ich probiere den so ein bisschen als Übergang zwischen Kontur und Blush zu machen. Aber auch hier seht ihr, ne, der ist super, super dunkel. Vom Finish her sehr schön. Also das ist wirklich so ein recht dunkler Ton. Ich glaube, wenn ihr etwas dunkler von der Hautfarbe seid als ich, dann funktioniert das sehr, sehr gut. Ist süß, oder? Ich weiß es nicht. Also ich war so ein bisschen traurig oder schockiert, als ich das gesehen habe, weil ich wirklich gedacht habe, das ist ein richtig, richtig schöner Contour-Stick. Mag ich eigentlich ganz gerne, ist sehr, sehr einfach zu benutzen als so eine große Palette und zum Transportieren sowieso. Als Blush gefällt er mir aber auch. Kann ich mir auch gut als Lippenstift vorstellen für so einen richtig herbstlichen Look. Ich habe aber noch was anderes. Und das ist dieses Schätzchen hier. Auch das habe ich mir ein bisschen größer vorgestellt, aber das ist ein Bronzer mit Matt und mit Schimmer. Ich swatch einmal beides zusammen. Sieht sehr, 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 sehr schimmrig aus. Also ihr könnt es kaum auf meiner Hand sehen. Ich gehe jetzt mal vorsichtig nur in die matte Seite rein. Arbeite es mir so ein bisschen in die Hand. Und dann gehe ich einfach hier rüber. Der ist sehr klein. Der ist wirklich, wirklich sehr klein. Man kommt kaum in die matte Seite. Deswegen, wir gehen jetzt einfach mal hier. Kommt, nee. Was soll der Geiz? Was soll der Geiz? Wir mischen einfach. Aber, was sagen wir? Hat was. Hat was. Also, ich finde, man sieht jetzt von dem Schimmer selbst nicht mehr so viel. Man kann ihn gut aufbauen, ohne dass es zu orange ist. Also, ich finde, das passt sich dann recht schön an die Foundation an. Aber auch das, was hat der Spaß gekostet? Bronzer. 4,80 Euro. Freunde, ich sage euch, diese Marke wird in die Drogerie kommen. Trust and believe. Ich weiß von nichts, ne? Also, wenn ich es wüsste, würde ich es euch sagen. Selbst wenn ich es nicht dürfte. Aber ich muss sagen, gefällt mir wirklich gut. Ich bin gespannt, was sagt ihr dazu? Habt ihr die Marke schon mal gesehen? Habt ihr die Marke schon ausprobiert? Habt ihr überhaupt was jemals von dieser Marke mitbekommen? Wo kommt denn die Marke her? Sekunde. Soda Make-up. Also auch die Webseite ist sehr, sehr pink, sehr, sehr bunt. Erinnert mich so ein bisschen an Rival Loves Me. Finde ich eigentlich ganz cute. Ist übrigens alles cruelty-free. Also falls ihr wisst, woher Soda kommt, vielleicht sieht Soda das Video. Soda, where are you from? Okay, wir haben noch einen Highlighter. Der sieht ganz spannend aus. Auch das erinnert mich so ein bisschen an eine RE aus der Drogerie. So ein bisschen, warte mal, wie hieß denn die Marke? 183 Days. Der hat so, es könnt ihr in der Kamera schlecht sehen. Ich hoffe, in den Insights seht ihr es besser. Das ist so blau und rosa. Sieht einmal so auf dem Pinsel aus und wie... Es gab natürlich auch noch mehr. Ich habe... Wow. Okay. It's a lot Highlighter. Ist eine spannende Farbe. Also sehr, sehr frostig. Von der Textur her ganz gut. Ist nicht so grob glitzerig. Ist recht klein. Ist aber für so ein Highlight mal schön. Also die ganze Marke soll generell so ein bisschen unapologetic sein. Sehr wild, sehr bunt, sehr aufregend. Designtechnisch auf jeden Fall. Die Texturen gefallen mir bis jetzt sehr, sehr gut. Ich meine, wir haben sogar hier Eyeliner in so einem Hot Pink. Ich habe den schon getestet und der ist crazy. Der ist super, super pigmentiert. 5,60 Euro gekostet. Recht guter Preis, sehr stark pigmentiert. Base gefällt mir sehr, sehr gut. Ich hole euch mal ein Stückchen näher ran. Ich glaube, so könnt ihr alles auch noch mal ein bisschen näher und besser sehen. Highlighter ist popping. Ich liebe diesen Contour Stick. Das ist ein perfekter Übergang zwischen dem Bronzer, dem Highlighter und dem Blush. Wir haben hier eine Eyebrow Mascara. Auch die sieht sehr süß aus. Hat ein recht großes Bürstchen. Alright. Puh. It's a lot. Ihr habt es, glaube ich, gerade gesehen. Die ist extrem pigmentiert. Was ich jetzt probiere, ist, ich nehme hier den Augenbrauenpinsel. Ich nehme das wie so als Pomade. Extrem pigmentiert. Ein bisschen dunkel für mich, würde ich jetzt sagen. Sehe so ein bisschen aus wie Bert oder Ernie.
Ich würde nie wieder so damit einfach durch die Augenbrauen gehen. Das ist mir viel zu stark. Aber wenn man ganz vorsichtig hier so ein bisschen durchgeht und das dann gut ausblendet, habt ihr einen schönen Effekt. Was sagen wir zur Base? Also ich meine, ihr seht das, ne? Das ist alles sehr frisch. Jetzt kommen wir aber zu dem Produkt, was mir irgendwie bekannt vorkommt, irgendwie aber auch nicht. Und das ist diese riesengroße Lidschattenpalette. Das war, wie gesagt, das teuerste, ich glaube 13 Euro oder so. Und wir haben 4x4 sind 16 Farben in warmen, roten, schwarzen Tönen. Es gab auch noch eine andere Lidschattenpalette. Ich fand die jetzt persönlich aber am schönsten. Und wir schminken jetzt einfach den intensivsten Look, den wir damit machen können. Ich starte mit einem flachen Blende Packing Brush von Love Cosmetics und gehe als erstes mal hier in dieses Rot. Das ist die Farbe Candy Secret, sehr pigmentiert am Pinsel zumindest. Und die presse ich mir hier hin. Hot Red. Ist ein bisschen heller auf dem Auge als im Fändchen. Pigment ist da. Also ihr seht, die Farbe ist auf jeden Fall intensiv. Ich bin gespannt, ob sie mein Auge einfärbt. Ich gehe jetzt mit einem fluffigen Blendepinsel in dieses Rot, Little Pumpkin, oder es geht so ein bisschen in die Orange-Richtung und blende das jetzt aus. Auch die Farbe ist extrem pigmentiert. What is this? Ich fand auch, also ich habe das halt nur zufällig gesehen, ne, bei Douglas auf der Webseite, als ich nach neu gefiltert habe, das mache ich ja immer, und habe dann diese Marke gesehen und dachte mir so, what is it? Also habe ich noch nie gehört. Ich finde es auch so ein bisschen schade, dass Soda, wenn sie in Deutschland jetzt neu verfügbar sind, so gar keine Promo hatten. Oder habt ihr davon was mitbekommen? Ich habe auch noch nie bei jemand anderem gesehen, dass er über diese Marke spricht. Pigment ist definitiv da. Ich gehe jetzt nochmal so ein bisschen in die Farbe Tiptoe Walk. Das ist ein recht heller, kühler Newton und blende das hier so ein bisschen weiter aus. Es wird, wie gesagt, heute kein ansatzweise alltäglicher Look, sondern wir werden gleich aussehen, als würden wir gerade frisch aus dem Berghain gekommen sein. Ich nehme mir den Pinsel von eben, gehe in die Farbe Hot Cocoa und verdunkel mir das hier in der Crease. An manchen Stellen finde ich es jetzt so ein bisschen patchy, kann aber auch daran liegen, dass die Base nicht ganz gesettet war. Aber es ist halt krass pigmentiert. Ich gehe jetzt in Chocolate Dreams und blende das Ganze mit dem Pinsel nochmal aus, um wirklich jetzt ein bisschen dunkler zu werden. Das Rot ist eigentlich nur so als Effekt da gewesen, dass wir das ins Rot ausblenden können, weil das Ziel der Palette ist ja wirklich so ein Rot. Aber ihr könnt damit natürlich auch recht simple Looks machen. Aber schon krass, ne? Also pigmentiert ist sie definitiv. Ich gehe jetzt nochmal mit einem sauberen Pinsel lang und blend alles so ein bisschen aus. Dadurch, dass das natürlich sehr wilde Farben sind, muss man da so ein bisschen sauberer arbeiten als sonst. Ich glaube, ich will jetzt nicht noch dunkler gehen. Was ich mache, ist, ich nehme mir jetzt so einen Pencil Brush, gehe in den Schwarzton und platziere mir den nur hier im Inner Corner so ein bisschen. Das ist richtig schwarz. Einfach nur für so ein bisschen Tiefe und Dimension. Wir haben einen Liquid Eyeshadow und ich habe mir den in der Farbe 005 ausgesucht. Ich liebe Liquid Eyeshadows über alles. Freunde, wenn man die richtige Textur gefunden hat, dann sind das Game Changer fürs Make-up, weil das super, super einfach ist. Und trage mir den einfach hier im Zentrum auf. Dann nehme ich meinen Finger und tappe das einfach so ein bisschen rein. Der gefällt mir jetzt nicht gut, weil der nicht so viel Pigment oder nicht so viel Pigment hat, ist jetzt aber nicht schlimm. Also ihr könnt das machen. Was ich dann aber am liebsten mache, ist, ich nehme meinen Finger und gehe in die Lidschattenpalette, in die Farbe Candy Popcorn. Das ist auch so ein Goldton und den setze ich da jetzt oben einfach rüber. Das sorgt nochmal für so einen goldenen Effekt und intensiviert natürlich diesen Liquid Eyeshadow und ihr habt einen krassen Effekt auf den Augen. Also vom Packaging dachte ich so, ja, so ein bisschen Rival de Loupe, Rival Loves Me 2017. Aber das ist crazy. Also das Schwarz ist eins der besten schwarzen Lidschatten, die ich gesehen habe. Und die Fändchen sind extrem groß. Also ihr kommt damit sehr, sehr weit. Hier sind, da steht nicht drauf. Steht nicht drauf, wie viel hier drin ist. Ist auf jeden Fall viel drin. Extrem pigmentiert. Ich habe noch einen roten Eyeliner. Ich glaube, das wird jetzt zu viel für diesen Look. Aber ich hatte ihn euch eben gezeigt. Ich habe ihn auch schon so getragen. Der ist extrem gut und sehr, sehr deckend. Look at that. Gab es in vielen verschiedenen Farben. Hat mir sehr gut gefallen. Was wir jetzt aber ausprobieren, Freunde, ist das hier. Das ist die Hashtag Lashlover Baby Doll Mascara und die hat zwei Seiten. Habe ich auch schon mal so in der Drogerie gesehen. Wir haben einmal eine sehr große Bürste, so ein bisschen wie die von diesem Augenbrauen-Ding. Macht schön schwarz
Und wir haben für unten auch nochmal ein Bürstchen. Aber das ist winzig, winzig klein. Und das liebe ich für die unteren Wimpern. Also selbst wenn ich die nur für unten benutzen würde, alleine dafür lohnt sich das. Was für ein Look. Also qualitativ ist das wirklich, wirklich top. Ich habe jetzt hier noch ein Produkt für die Lippen. Und zwar ist das ein Demi Matte Lip Liquid in so einem Pink. Ich glaube. Sekunde. Das sieht aus wie Barbie. Wir machen einfach die klassische Maxim Giacomo Lippe. Nabla. Ein bisschen von meinem eigenen. Und dann geben wir tatsächlich diesen Liquid Lipstick einfach nochmal hier ins Zentrum. Was sagen wir? Wie krass ist bitte dieser Look? Natürlich passt das nicht zum Outfit, natürlich passt das nicht zum Hintergrund, aber ich wollte euch einfach zeigen, wie pigmentiert die Sachen sind. Ich wollte es auch selber herausfinden. Die Base-Produkte. Bomb. Lippen fühlen sich gut an. Hält das jetzt lange? Keine Ahnung. Allein der Eyeliner ist richtig, richtig krass und die Lidschattenpalette hat super gut funktioniert. Ich bin super gespannt, was mit der Marke passiert und freue mich auf euer Feedback. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Ich bedanke mich, dass ihr heute mit dabei wart und würde vorschlagen, wir sehen uns ganz bald hier wieder. Passt auf euch auf.